Recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Berghohn. Heute stellen wir euch ein schickes neues Rad vor. Und zwar das Specialized Roubaix in der Ausstattung Comp. Wir zeigen euch kurz die wesentlichen Komponenten des Rades. Also es ist ein sogenanntes Endurance-Rennrad. Das bedeutet, die Geometrie ist etwas komfortabler. Man sitzt nicht so gestreckt wie auf einem normalen Rennrad drauf. Es ist eine Kompaktkurbel vorne drauf mit 34-50 Zähnen. Dadurch kann man eben besser bergauf fahren. Hinten eine relativ große Kassette mit 11 bis 34 Zähnen, also 1:1 Übersetzung. Schöne Shimano Ultegra Ausstattung, Bremsen komplett, Carbonrahmen. Und was das eigentliche Highlight dieses Rades ist, ist die Möglichkeit, breite Reifen zu montieren. Hier sind jetzt zwar nur 25 mm Reifen drauf, man kann aber bis zu 33 mm Reifen montieren. Und das Besondere ist, der Rahmen gibt halt diese Reifenfreiheit her. Was hat man noch, was besonders ist? Ein Punkt Komfort wird hier ganz groß geschrieben. Und zwar gibt es hier oben diese Lenkkopffederung mit 20 mm Federweg. Wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, man kann es so ein bisschen erkennen, dieser Balk hier drückt sich zusammen. Hinten hat man eine sogenannte Pavé-Sattelstütze, die ist auch neu. Die bietet ebenfalls ziemlich viel Flex, bis zu 20 mm. Wenn ich jetzt oben drauf drücke, man spürt tatsächlich beim Fahren. Hier sieht man diese Lenkkopffederung. Die ist jetzt schöner integriert. Hier haben sie es farblich so gestaltet, wenn ich das Ganze drehe, erkennt man das. Das ist quasi diese Lenkkopffederung. Wenn ich jetzt hier oben drauf drücke, kann man das schön sehen. Das kann man komprimieren. Also bis zu 20 mm Federweg gibt es her. Die kann man auch nicht ausschalten. Es gibt verschiedene Varianten dieser Lenkkopffederung. Neuerdings seit dem Jahrgang 2020, also sprich das ganz aktuelle Modell. Es gibt welche, da kann man die sogar blockieren oben, also mit so einem Art Drehverschluss. Bei dem Modell hier nicht. Das noch teurere Modell, der wäre sogar blockierbar. Was ist noch besonders im Rad, habe ich gerade gesagt, diese Sattelstütze, diese Pavé-Sattelstütze genannt. Die ist ebenfalls aus Carbon, genau wie der Rahmen, und die kann flexen. Wenn ich mich jetzt hier drauf lehne und hier mal so runter drücke, man sieht tatsächlich, dass das etwas flext. Sieht nicht gewaltig aus, bietet aber angeblich genauso viel Federweg wie vorne. Und man, beim Fahren, finde ich, spürt man es tatsächlich. Es ist sehr bequem, das Rad. So, interessant ist, wie stellt man überhaupt die Sattelstütze ein? Das ist hier verdeckt. Hier gibt es so eine Gummikappe und hier drinnen ist die Schraube, der Imbus, um es einzustellen, die Carbon-Sattelstütze. Das Besondere ist, die Klemmung ist hier unten, deswegen ist das Ganze hier auch ein bisschen voluminöser als früher. Und das bedeutet, dass die Auszugshöhe etwas größer ist von diesem Sattel, von dieser Sattelstütze, und damit kann die also noch mehr flexen. So, ich schiebe es wieder rein. Das war Besonderheit der Sattelstütze. Kommen wir vielleicht noch zum Lenker, der ist auch ein bisschen was Besonderes. Das Modell Hoover erkennt man daran, dass es hier so etwas geschwungen ist. Wenn man es so von hinten sich anschaut, sieht man sehr schön, dass der Lenker hier etwas, also die Griffe seitlich ist etwas höher als hier der Lenker, wo die Klemmung stattfindet. Dadurch kommt er ein bisschen aufrechter. Kann man natürlich darüber streiten, ob man das jetzt unbedingt braucht. Ich persönlich bin nicht ganz so der Fan von dieser Form, weil es den Nachteil hat, wenn ich hier vorne zum Beispiel noch eine Lampe dran befestigen möchte, habe ich das Problem, ich habe kaum eine gerade Fläche, wo ich das sinnvoll anklemmen kann. Also wenn ich einen geraden Lenker hier hätte, wäre es in meinen Augen ein bisschen einfacher. Man könnte ja einfach einen anderen Vorbau verwenden, der etwas weiter nach oben geht. Aber gut, die Form an sich ist sehr bequem. Das ist auch nochmal extra gepolstert, also sehr breit. Diese Auflagefläche mit dem Lenkerband, das ist wirklich sehr schön. Also auch wenn man ohne Handschuh fährt, hat man einen schönen Griff. Der Drop hier runter ist relativ gering. Also der Unterschied zwischen Oberlenkerhaltung und Unterlenkerhaltung ist nicht allzu groß. Also sehr auf Komfort getrimmt, das Ganze. So, eine weitere Besonderheit ist, man kann die Griffweite hier einstellen. Das konnte man schon immer bei den Shimano. Bremsschalthebeln, bei der Variante geht es jetzt mit dem Imbus. Man macht einfach diese Hutze hier runter. Wenn ich die jetzt hier runterziehe, sehe ich hier auf der Innenseite, da wo mein Finger ist, sieht man eine Imbusschraube. Wenn man die einstellt, dann verändert sich die Griffweite. In dem Fall ist die schon auf Minimum. Also wer sehr kleine Hände hat, haben wir festgestellt bei Judith, da reicht es eigentlich noch nicht ganz. Das ist ein bisschen ein Nachteil von der Geschichte. Also der Abstand hier, für mich reicht es locker. Ich habe große Hände.
Gerade wenn ich jetzt auch keine Handschuhe anhabe, also bei mir könnte die Griffweite sogar etwas weiter sein. Wer aber kleine Hände hat, der könnte hier Probleme kriegen, dass er überhaupt vernünftig an den Griff rankommt. Die einzige Abhilfe, die mir jetzt einfallen würde, wäre eine andere Lenkerform, die hier etwas gerader ist, dass die Hand etwas weiter vorne sitzt, weil das ist schon das Maximum, was man jetzt hier machen kann. Sehr gut gefällt uns hingegen hier diese leichte Textur. Dadurch ist der Grip sehr gut auf den neuen Bremshutzen, besser als früher. So, was man hier noch sieht bei der Gabel, hier ist jetzt ein 25 mm Reifen montiert. Laut Specialized gehen sogar 33 mm rauf, also das wird wahrscheinlich sehr eng, aber bei dem Rennrad ist es schon möglich. Ich habe ja keinen Dreck, der normalerweise drauf klebt. Heißt, ich kann das ganze Rad auf noch mehr Komfort trimmen, was ich persönlich auf jeden Fall machen würde. Ich denke, ich würde mindestens 28 mm montieren, wahrscheinlich sogar 32 mm. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil man dann noch mehr mit dem Luftdruck variieren kann und das Rad eben noch mehr auf den schlechten Untergrund, auf dem man vielleicht fährt, anpassen kann. Eine sehr schöne Sache. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Sachen, die uns gut gefallen. Ein paar Details, ich drehe das Rad mal ein bisschen zur Seite. Man sieht sehr schön gelungen hier die Zugverlegung im Innern des Unterrohrs und auch, ja, hier ist die Einführung der Schaltzüge und der Bremsleitung. Hier ist die Bremsleitung sogar in der Gabelscheide verlegt, eine sehr schöne Sache. Die Bremsen selber sind auch super, sind hydraulische Shimano Bremsen, die passen und funktionieren wirklich sehr gut. Die haben wir auch an unserem Rad, also ich an meinem Diverge. Da merke ich jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied, die sind noch etwas teurer, die Variante. Funktionieren tadellos, haben den Vorteil, dass sie hier noch so eine Art Kühlrippen dran haben. Gut, wir sind jetzt auch steil bergab gefahren. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt keinen Unterschied von der Bremsleistung gespürt und auch kein Fading, dass das irgendwie früher oder später einsetzen würde, aber sie funktioniert auf jeden Fall tadellos, so wie man das von Shimano kennt. Was eine schöne Sache ist, der Rahmen insgesamt ist schön verarbeitet, das sieht man ja, Vollcarbonrahmen, sehr leicht. Ist, glaube ich, bei allen Modellen sogar gleich, bis auf die S-Works-Variante. Also auch wenn ich eine höherwertige Ausstattung nehme, habe ich den gleichen Rahmen. Es gibt das Rad auch noch eine etwas einfachere Ausstattung, da ist es immer noch sehr schön. Was uns jetzt recht gut gefällt, hier hat man sogar schon DT Swiss Systemlaufräder dabei. Also wirklich eine feine Sache bei dem ganzen Rad. Hinten am Heck sieht man es gleich nochmal, also auch hier der Reifendurchlauf absolut ausreichend. Man sieht es hier unten an den Kettenstreben, also der Abstand ist wirklich sehr groß. Das reicht locker, um da einen großen Reifen reinzupacken. Noch ein letzter Punkt, wer das Rad zum Bikepacking einsetzen möchte, so wie wir es jetzt hier auch gemacht haben, das zeigen wir euch gleich noch bei dem anderen Rad. Das war jetzt das Leihrad, das Judith hatte, in Rahmengröße 56, was man hier sieht. Man hat relativ viel Platz, also erstaunlich viel Platz. Eine kleine Halbrahmentasche würde man also noch reinbekommen. Das ist eine schöne Sache, genauso wie die Tasche am Heck. So, jetzt zeigen wir euch direkt zum Vergleich den Rahmen, den ich habe hier in Größe 58. Man sieht sofort die Position des hinteren Flaschenhalters etwas höher. Das heißt, ich habe hier unten ziemlich viel Platz, ziemlich viel Luft, was ich eigentlich nicht brauche. Und oben kriege ich in dieser Konfiguration leider überhaupt keine wirkliche Rahmentasche mehr rein. Allerdings gibt es dafür eine Abhilfe. Auf unserer Homepage haben wir das auch mal beschrieben, wie man das hier umbauen kann, dass diese Halterung, obwohl die Bohrung weiter oben ist, hier weiter unten sitzt. Dann kriegt man hier oben auch wieder sauber eine Rahmentasche rein. Ansonsten identische Ausstattung, gleiches Rad. Das Einzige, was man jetzt hier noch sieht, hier ist die Satteltasche dran, in dem Fall eine von Revelate. Hat den großen Vorteil, wenn man mit dem Setup fährt, kann man sein Gepäck da bequem drin transportieren. Es ist wasserdicht, man muss keinen Rucksack mitführen. Wir haben es jetzt die ganze Woche so gemacht, das war super zum Fahren. Okay, hier sieht man nochmal den Lenker mit der Lenkerform, wie ich es vorher schon erklärt hatte. Hier ist diese Biegung und das hat den Nachteil, dass diese Lampe hier sich nicht schön befestigen lässt. Vor allem hier in Kombination, wenn das Smartphone hier noch am Vorbau montiert ist als Navigationsgerät. Das ist ein bisschen ein Nachteil, hier wäre mir ein gerader Lenker ehrlich gesagt lieber. So, wiegen wollen wir das gute Stück natürlich auch. In Rahmengröße 56 wiegt es voll fahrbereit 9 Kilo, also inklusive Pedale. Würde ich sagen, das ist ein sehr guter Wert für ein Rad mit 160 mm Scheibenbremsen. Insgesamt muss man sagen, jetzt hier nach fast einer Woche Test auf Gran Canaria bei allen möglichen Untergründen und auch bei unterschiedlichen Witterungsverhältnissen fährt sich wirklich klasse das Rad. Der Unterschied ist recht groß. Ich bin ein anderes Rad gefahren von einem anderen Hersteller vor knapp einem Jahr. Das war deutlich härter von der Abstimmung her, obwohl es auch als Performance- und Endurance-Rad angepriesen wurde. Da ist hier der Federungskomfort einfach nochmal höher. Deswegen von uns klarer Tipp, tolles Rad, uns hat es richtig Spaß gemacht.
Und wir hoffen, wir können noch mehr solche Räder in dieser Kategorie testen. Macht richtig Spaß. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein bei uns bei Berghund. Bis zum nächsten Mal. Servus.